Hallo Freunde, heute kommt zum Video. Und zwar habe ich euch ja gesagt, meine Geschichte. Oder? Was ich mir ein bisschen so freue, ist, ja, ich will zeigen. Und zwar habe ich halt hier die zwei Zwerge im Wald. Einmal der. Einmal der da. Da. Und der erste hat gedacht, okay, Bäume. Ein bisschen ein Haus. Das ist immer schon her. Das ist dann aufgeschrieben, kommt da, wie die heißen würden. Die Geschichte geht so: wir waren einmal in einem Wald. In dem Wald hat es ganz viele Tiere. Mit Wölfen, Hirschen, Rehen. Gibt es noch so Sachen, so Tiere halt. Und die Zwerge da sind ganz friedlich auf dem Platz, am See. Und geniessen. Jetzt soll man so ein wie ich machen. Ist der Mensch. Ja. Und die zwei Zwergli, die sind schön und zufrieden. Und sie sind zufrieden. Und sie sind so, wie sie halt sind. Ja. Die zwei Zwerge, einer heißt Joschka und Priska. Also Namen genommen wird. Ja, Zwerg ist auch zwei, ist auch Zwerg. Das ist einfach ein dreifacher Name. Das ist ein Wald. Und plötzlich hat der andere. Also der. Guckt so hinter und sagt, oh, was ist da? Er ist halt hinter einem Baum. Hat er noch mehr führen. Sieht er einen Baum, denkt sich, okay, was soll ich machen? Das ist der Fuchs. Ich schaue den Hase und er ist hinter dem Baum und er hat Angst. Ja. Und so noch nicht gemacht. Ja. Und dann, der vierte ist. Habe ich jetzt richtig auf? Ah ja, der vierte, die gehen zum Haus ein. Es sind verschiedene Wege, ein Ufer, ein Aber. Nein, da ist das Häusle von ihnen. Und das Häuschen ist jetzt so aus, als es immer ein Platz ist, wo nichts ist, da wächst nichts, ist nichts, ist nur Bergli und ganz viele so Sachen halt. Und dann. Schaut einfach. Ende. Ende heißt, da kommst du gar nicht mehr durch, den Weg. Da haben wir jetzt gemalt. Und dann zu mir. Und dann auf der einen die drei Zwerge, dann die Königin im Schloss, dann hat er so ein bisschen Berge gemalt. Ja, da mal die Geschichte ein bisschen besser zu hinbringen. Und hast einmal eine Königin, Boba, hast die Kugel und ihr sagt, oh cool, jetzt sind noch Zwerge, ich sehe die. Ich schnapp mir die. Und dann der Zwerg ganz allein in einer tieferen Wüste, ohne jemand, ist nicht mehr dort, nur weiss. Ich weiss genau, wenn es vielleicht Winter ist oder keine, irgendwas auch weiss. Weiss was. Und dann sieht der Zwerg ein Auto. Und dachte, oh cool, mit dem Auto fahre ich mal irgendwo hin. Und dann ist es gefallen. Und noch stopp im 10. Schritt, dann einfach. Ende. Ende im Gelände. Also, was haltest du dieser Geschichte? Also, die Geschichte ist mir sehr. Eigentlich viel zu gut gelungen. Die Geschichte ist eine einfache Geschichte. Und jetzt mache ich nochmal eine Geschichte, aber dann mal. Und jetzt auch eine neue Geschichte. So für mich andere. Auf jeden Fall. Ich war immer. Nein.
Diese da eine Geschichte vorbereitet. Hey. Pass auf. Already. Geschichte zum Träumen. Die Ausbrüder notiert so Tuchs. Also dort vorlesen. 3 Minuten Geschichten. Und das schaut noch zu zum Träumen. Hallo, da war der Mond. Der Mond, hey, ihr krass, der Mond. Die Buch gehört. Wahnsinn, was haben wir nicht gemacht? Wir haben die Geschichte gekriegt. Ich hab's die einfach. Ey. Ich hab auch wieder die Geschichte. So, du so. Schau, Bratinas macht du was. Okay, hau ready. Meine Geschichte. Bam, bam. Kommt los. Ba! Im Nachher, weil ich leuchte, frühst der Mond. Mama schläft gerade so richtig gemütlich, als ich zur hier ins Bett kriecht. Heute Nacht Schläft. Oh, fuck. Was machst du ganz den Mann? Guck mal. Hey, nachher. Geh zu so. Jedes Mal, Mann. Hey, bei dir, sorry. Aber so weiter. So, das so. Nochmal. Okay. Mama schläft. Gerade so richtig. Gemütlich. Als Yoshi zu ihr ins Bett kriegt, heute Nacht schläft mal besser nicht bei uns, sagt Mama, weil Papa erklärt ist und dann stechst. Ich steck gerade da wieder. Ich habe eine Maschine gewählt, ich steck zu einer Kugelbälle. Nein, Spaß. Und sagt Mama, weil Papa erklärt ist und dann versteckt. Der Dumme ist dumm, ey. Du nicht an. Aber wenn es tot ist, ist es tot. Ey. Was ist die Geschichte? Das ist halt so. Die Mama rauft. Geht weiter. Jetzt geht's einfach weiter. Dann schläfst du in meinem Bett. Bestimmt, Yoshi. Nein, das ist viel zu hin, lacht Mama. Aber ich hab Angst. Machst, sagst Yoshi. Aber warum dann? Fragt Mama, weil die Angst Die Angst wird der Tiefe in mich halten. Aber warum dann? Fragt Mama. Es ist dunkel, frühst Yoshi und ich kann nicht sehen, was im Dunkeln versteckt ist. Aber es doch gar nicht so dunkel da, dass da war, was versteckt sein kann, meint Mama. Weitergeschickt, hä?
Wie es dann weitergeht, hören wir dann. Also. Okay. Was war noch der Ding? Also der Ding. Also, das ist die Ostendorf. Oder hat Angst. Warum hat er Angst? Das habe ich einfach nicht. Und wie es dann weitergeht, präsentiert es mir die Kurs. Was können wir nächste Woche? Wieso? Das ist Venus. Ja. Was haben wir denn noch? Alter, was ist denn das Buch? Von das Buch? Oh, ich verlasse es halt. Ich verlasse es halt wirklich. Ja. Okay. Wenn das Buch jemand gewinnen will, wenn ich das Buch gerne habe, wenn ich nicht will, dann ist es echt. Aber die einzige Geschichte, weiß ich. Was haben wir denn für eine Geschichte, wo wir auf der Telly-Rieder schlagen? Die Zielgeschichte war einfach so. Nein, Dad. Vielleicht aus dem Ablauf. Über Delfine. Gut. Ich würde einfach immer schauen. Über Delfine. Über Delfine kann man so viel lernen. Haben die du lernen. Der Delfin. Ja, sonst war das deine Vertrauens. Die Sonne ist gerne auf ganzen zwischen den Seiten. Fliegt. Ein tieffliegender Tintenfisch. Aber ist cool. Also, wenn ich jetzt so sitze. Da fällt doch eins. Ja. Das ist echt eine Wahnsinnsgeschichte. Wenn jemand eine Geschichte will, kann gerne die Geschichte haben. Aber natürlich, wenn jemand gerne die hat. Sonst verlasse ich das, wenn jemand das ein Buch will. Ja? Kann passieren, aber egal. Nachher kommt online schon ein Video. Das war ein bisschen ein Video über eine Geschichte, ein Geschichtsvideo. Ja, nachher noch mal eins, nachher sind noch mal eins, nachher ein paar Videos. Freue mich, also auf dem Kanal wird noch mal ein paar Videos kommen, die ihr gerne schauen könnt. Nachher kommt bis nachher wieder. Tschüss.